Oh yeah, Elektroschrott. Ich stehe hier gerade mit meinem Smart bei meinem Crack Dealer auf dem Parkplatz. Crack Dealer, Birklin. Der Bereslav, der hat mich gerade angerufen und hat gemeint, er hat irgendein Top-Angebot. Ich muss jetzt sofort kommen, jetzt sofort. Habe ich mir gedacht, fahre ich mal los, ne? Weil wird schon irgendwie ganz geil sein. Schauen wir mal, was er so hat. Gucken wir mal. Wobei ich glaube, also wahrscheinlich darf man da drin nicht filmen. Also ich mach mal die Kamera aus. Okay, du bist bereit? Bist du angezogen? Alles noch. Das glaubt ihr nicht, du harte Zack. Okay, ich muss das jetzt irgendwie in meinen Smart kriegen oder mir ein größeres Auto kaufen. Schauen wir mal, wie ich es nach Hause bekomme und dann, ja. Ne? Und was hat diesen Ausbruch von Heiterkeit genau provoziert? Was war hier los? Ich erkläre es euch, ich mache mal den Märchenonkel. Ihr kennt sicherlich noch mein Stifttoaster-Video. Kennt ihr nicht? Hier, Stifttoaster-Dingers? Wenn ihr das Stifttoaster-Video nicht kennt, ist das jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Ich empfehle euch sehr stark, euch das mal anzugucken. Ich verlinke es da unten. Ja? Okay, jedenfalls in dem Stifttoaster-Video habe ich offensichtlich Freude für die Hersteller des Stifttoasters erzeugt. Und die Hersteller des Stifttoasters, das ist die Firma Weller. Und die Firma Weller hat an die netten Leute bei Birklin einen großen Karton geschickt. Und in dem großen Karton, da war ein Begleitstaben dabei, von der Firma Weller, von einer Frau Klaus, die da Kundenservice macht. Und die liebe Frau Klaus bzw. ihre Kollegen schreiben Folgendes. Ich lese mal vor. Sehr geehrter Herr Piep und Herr Piep, Namen beim Dienstleister an dieser Stelle rausgepiept, die wollten das schon. Mit großer Begeisterung haben wir hier bei uns das Stifttoaster-Video angeschaut. Weil es hier bei Weller wirklich jedem richtig gut gefallen hat, sind wir zu dem Entschluss gekommen, Ihnen bzw. Ihrem Endkunden, das bin ich, eine WX2-Lötstation plus ein WX-MP-Set plus ein WX-P120-Set kostenlos zukommen zu lassen. Wenn jemand mit so viel Begeisterung eine WHA-900 präsentieren kann, Stifttoaster, dann sind wir mal gespannt, was aus einer WX-Station rauszuholen ist. Ja, das wäre ich auch. Wir hoffen, der Kunde freut sich über dieses vorweihnachtliche Geschenk. Dazu fällt mir was ein. Was? Wie? Na? Und hat viele Ideen, wie er die WX richtig in Szene setzen kann und dieses neue Video zu kreieren. Mit freundlichen Grüßen, das Service-Team. Liebes Service-Team. Ja. Der Endkunde freut sich. Er hat noch keine wirklich, aber egal. Endkunde freut sich. Ey, ich meine, ihr habt sogar an die Lötspitzen gedacht. Total gut. Und nachdem ich diese kleine Erklärung abgegeben habe, wollen wir uns jetzt doch nochmal anschauen, wie das mit dem Auspacken abgelaufen ist. Noch ein kleiner Karton. Unpackaging. Mal ein kleines Unboxing live vor Ort. Unboxing, bei, Entschuldigung. Beim Crack Dealer. Crack Dealer. Tam, tam. Keine Pauken von dem? Doch. Ein geiles Teil. Ja. Vorsichtig gesagt, geiles Teil. Ach, ich kenne jemanden, den ich leider für meinen YouTube-Account rausblocken muss. Schade, Paul, ich habe dich immer gerne als Zuschauer. Okay,
Okay, Basisstation. Jetzt schauen wir mal, was das Tiskin noch gebracht hat. Mehr Kartonware. Ah ja. Ein Halter mit. Oh, schön Fersendülöten, was ganz was Feines. Lecker. Ja, nachdem ich ja neulich im Video schon mal von jemandem gesagt bekommen habe, dass ich eine viel zu fette Lötspitze verwende, jetzt nicht mehr. Oh Gott, das hört aber gar nicht mehr auf. Das ist ja schlimmer als Weihnachten mit Sachs. Ja, normal löten wollen wir ja schließlich auch, ne? Hier die etwas größere Kaliber. Allerdings, wer schon mal so eine Erse in der Hand gehabt hat, ne? Für den ist dieses Kabel hier, also in anderen Forms müsste es genau nicht weich sein, aber das ist und irgendjemand hat sich gedacht, wir packen alle Lötspitzen dazu, die es gibt. Weiß gar nicht, wofür die gut sind. Klassisches Problem. Ich glaube nicht, dass das da vorher drin war. Das kann nicht zugehen. Okay. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Karton. Das ist jetzt eigentlich auch schon egal. Ich bin. Ah ja, nochmal ein Halter. Hm? Man kann einfach nicht genug Halter haben. Und ich, Idiot, habe mir neulich bei Reichelt für 2 Euro. Originalwelle dieses Zeug gekauft, jetzt kriege ich welches. Das ist die Strafe dafür, dass ich es im falschen Laden gekauft habe. Tja, was soll ich sagen? Ja. Ich glaube, das andere hatten wir schon, aber ne? Ich bezweifle, dass ich den jemals wieder abmachen darf. Schönen Dank und als nächstes wird zu Hause weitergefilmt. Jo, ich habe das Graffolum aufgebaut und scheiße, ist das geil. Also, ich habe jetzt hier den normalen Lötkolben, ja, den habe ich jetzt mal auf 340 Grad. Den SMD-Lötkolben brauche ich gerade nicht, da fand ich es ziemlich cool. Da war noch eine Ersatzkartusche dabei, ich bin mir sicher, dass die auch nicht ganz billig sind, diese Spitzen. Also, fühlt sich extrem pornös an. Einmal wirklich mal sagen, so ein geiles Teil. Also, da haben mich die Leute von Weller jetzt kalt erwischt und echt happy gemacht. Und es tut mir auch fürchterlich leid, dass ich gerade keine so witzige Idee wie die mit dem Stifttoaster habe. Aber was ich auf jeden Fall zumindest mal machen kann, ist mal irgendwas löten. Ich muss jetzt irgendwas irgendwo dran festlöten, sonst ticke ich aus und deswegen mache ich das jetzt. So, ich habe mir für die Löterei hier mal sowas hier zusammengedengelt. Ja. Und das wird jetzt eine Drahtbrücke, die muss hier rein. Ich gehe noch ein bisschen näher ran mit euch. Tada. Und dann schauen wir mal, ob der zittrige Zappes das mit seinem neuen Lötkolben irgendwie verlötet bekommt. Also, so viel kann ich schon mal sagen, es ist ein absoluter Traum. Das Teil ist total leicht. Das ist echt super. Jo, also das geht an sich total tofte. Ich habe nur gerade echt ein Geschicklichkeitsproblem, aber das kriege ich in den Griff. Oh wei, das kann ein Spaß werden, dieses ganze Ding hier mit insgesamt 19 von diesen Dingern zu bestücken. This is not going to be easy, my friends. Not easy at all. Also so viel kann ich sagen. Auch wenn ich ungeschickt bin, dieser Lötkolben ist ein absoluter Knaller. So. Ja, da brauche ich jetzt allerdings etwas feineres Lötzchen. Na, mal gut, dass ich das gute Kästner auch ein etwas feiner habe. Ja. Damit kriege ich auch meine letzte Lötstelle hier noch vernünftig hin.
Lieber Autofokus, mach mal hin. Ja. Das ist die Lötstelle, die ich gemacht habe. Das hier ist die allererste Lötstelle mit dem neuen Wellergeschoss. Es ist ein unglaublich geiles Gerät. Ich bin total happy. Ey, liebe Firma Weller, super geil. Es tut mir leid, wenn ich nicht immer Ideen für ein Video wie den Stifttoaster habe, aber ey, ey, ne, also, ich habe meine Seele an euch verkauft, fürchtig. Und an die Typen von Birklin. Klasse. Eine Kleinigkeit gibt's noch. Und zwar geht es um diese Erder RDS 80. Er hat mir eigentlich gute Dienste geleistet. Das ist eine gute Lötstation. Sie ist wirklich nicht verkehrt. Gut, 150 Euro Preisklasse ist natürlich nicht mit so einer WX 2 zu vergleichen, wie ich es jetzt sage. Aber gutes Gerät. Und nachdem mir der Berislav von Berkeley, dem ich in letzter Konsequenz das geile Spielzeug zu verdanken habe, heute erst wieder erzählt hat, dass er sich auf der Make in die Maker-Szene verliebt hat, denke ich, ich tue was Faires und Gutes für alle Beteiligten, wenn ich das Baby hier dem FabLab München spende. Die können, glaube ich, sowas immer gebrauchen, weil da wird eine Menge gemacht und ja, das ist deutlich besser, als wenn es bei mir im Keller vorbegammelt. Insofern... Liebe Leute von Weller, ihr habt was Geiles für die Maker getan, ihr habt denen eine Ersatzlötstation gespendet. Ist nicht schlecht, oder?